Herzlich willkommen zu Bloodlines. Laufe durch ein grünes Licht, um die Kontrolle zu übernehmen. Sammle möglichst viele Lichter. Wenn du angegriffen wirst, verlierst du die Kontrolle. Ja. Okay. Spiele alle PlayStation-Spiele an. Habe ich das jetzt eingesammelt? Nee, er hat's eingesammelt, oder? Er hat's eingesammelt. Jetzt, okay, so. Habe ich es? Ja, okay, ich hab's. Ich hab's. Wir spielen im Arcade-Modus. B. Wo ist er? Nein. Du musst hier gucken, dass du das Licht hast. Sehr gut. Und dann musst du die Lichter alle auf deine Farbe ändern. Warum? Weil du dann gewonnen hast. Oha. Okay, bisher läuft's. Okay, das ist schon meins. Schon meins. Na, hörst du auf. Und jetzt hat er, ne, das blaue Licht und kann alle Lichter auf blau ändern. Ach, komm. Komm. Ich werde jetzt nicht direkt verlieren in der ersten Runde. Ja, hat von Manic eine sehr schlechte Kritik bekommen, weil Steuerung und alles nicht wirklich genial ist. Ah, Mann, ey. Okay, okay, stopp. Multiplayer hat's auch, aber nicht sehr sinnvoll, weil das sieht dann so hektisch aus und alles ist nicht. Ja, ne, jetzt hat er alle Lichter auf seine Farbe geändert, hat dadurch gewonnen. Ich lade neu. Sehr gut, habe ich es? Ich glaube, ich hab's. Ich hab's doch nicht, oder was? Hat's keine? Wie, ich bin nichts. Oha. Schwierigkeitsgrad war, glaube ich, auch zu hoch, hatten sie geschrieben. Ja, sehr gut. Gleich nicht. Ach komm. Hänge schon wieder. Ja, Steuerung komme ich ja nicht so ganz klar. Ich komme hier nicht hoch. Ah, okay. Gewonnen. Und die werden halt jetzt jedes Mal stärker. Der Gegner, Idee ist gut. So hat Maniac auch getweetet. Gute Idee. Umsetzung eher nicht so gut. Okay. Ja, das war, glaube ich, auch das ganze Spielprinzip. Du hast aber wohl 33 bildschirmgroße Arenen zur Auswahl. Also deswegen mal sehen. Terra Nova, Reich von Tolte. Sind auch nicht alle Charaktere gleich freigeschaltet, was eigentlich ganz cool war. Deswegen schauen wir da mal rein. Du hast verschiedene Kämpfe, genau, das wäre jetzt Arcade. Du hast nochmal einen Zweier-Teams-Modus, ne? Also ein 2 gegen 2 war's, glaube ich. Wohin geht's denn? So, ich muss jetzt nochmal mit der Es war eigentlich alles belegt. Hä? Netter Versuch, das war's. Jetzt habe ich verloren, oder was? Okay. Warum fängt er denn eigentlich an mit... Ja, du kriegst ihn halt auch nicht rüber. Ja, geil. Liebes. So, okay, sehr gut. Einen haben wir. Ja, so als Minispiel, klar, warum nicht. Aber haut mich jetzt auch noch nicht um. Fühlt sich eher ungeil an. Okay, so abgenommen. Könnten uns. Okay. Ich wollte hier nochmal irgendwie Turbo mitnehmen, aber. Alex ist der King! Fertig? Hat der Gegner immer das als erstes oder was? Okay, anscheinend. Ja, ist ziemlich hakelig und unübersichtlich.
Komm. Ey, allein das Raufkommen hier ist super, super hart. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Alter, Baba. Das ergibt hier auch mehr, alles gar keinen Sinn. So schwer darauf zu kommen. So. Eins noch oder ne, zwei noch, ne? Da habe ich gar nicht hingestellt, das ist so krass. Ja, grafisch geht's für die Zeit, ist okay. Hätte man noch ein bisschen mehr erwarten können. Manek meinte, die Explosionen an sich sind grafisch gut gemacht und ansonsten halt totaler Durchschnitt. Ich würde es sogar als leicht unterdurchschnittlich bewerten, gerade so von den Charaktermodellen haben wir schon wesentlich mehr gesehen. Und da die ja einen großen Anteil hier ausmachen und du ja am Ende so die Siegerpose siehst, dass das so jetzt hier die Grafik ist okay? Ja, ist eigentlich okay. Warum fängt denn der Gegner an mit? Irgendwo hochzukommen ist super hart. Und er reagiert dann auch nicht auf Springen sofort. Alter, hier auf eine Treppe hochzukommen. Ja, das ist mega nervig. Aber ich mir speichert, keine Ahnung mehr. Ah, sehr gut. Speichert wirklich unterbewusst immer. Ja. Ich habe eigentlich auch nur Viereck, was ich sinnvoll benutzen kann, ne? Ja. Ah ja, okay, also auf Dinger raufkommen ist nicht so einfach. Ja, dann versuche ich das Ganze noch. Siehst du, mit Viereck bewerfe ich ihn unten und um. Ich komme einfach nicht rauf auf ihn. Also ran, jetzt okay. Jetzt hatte ich das aber gar nicht gedrückt, was das halt noch merkwürdiger macht. Okay, sehr gut. Also das Springen ist super, die Steuerung ist super ungenau. Ist halt mehr so Glücksspiel, ob du halt irgendwie raufkommst oder nicht. Allein, dass ich ihn jetzt getroffen habe. Ich war eigentlich von der Steuerung wäre ich gar nicht in seiner Nähe gewesen. Oh Gott, ey, ist das ein Krampf? Ist das ein Krampf? Nee. Ja, deswegen, ne? Idee ist gar nicht schlecht. Steuerung ist super gruselig. Ganz, ganz viel Zufall spielt hier mit rein. Ey, ich hab keinen Bock. Es hier irgendwie auf Klippen raufzukommen. Wenn es euch gefallen hat, super gerne einen Daumen nach oben, spiele alle PlayStation-Spiele an und bis zum nächsten Video. Bis dann.